Das Bild ist doch cool. Ja, du hast meine Idee geklaut und mich runtergestoßen. Ja, so fängt jede gute Folge an. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt irgendwo auch die... Mathilde, die hast du runtergestoßen. Mathilde, die runtergestoßene. Genau. Ja, wir sind hier am Damm. Ich weiß nicht, ob ich hier mal war. Ich habe ein bisschen Alzheimer. Ich glaube nicht, nein. Links sind auf jeden Fall Leute da unten. Ich würde gerne irgendwie zum Wasser und mein Wasserfläschchen auffüllen. Achso, ich... Also es ist noch nicht super dringend. Ja, kann ich gerne später machen, aber ich wollte mir noch das Gebäude hier so angucken. Ja, ja, okay. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Eingang. Cool, cool, cool. Ich bezweifle es. Guck hier unten so, hallo. Menschen. Hier geht's ab. Hier ist der heiße Scheiß. Mensch. Und wir werden auch gleich freudig empfangen. Oder war es das hier schon? Weil sieht er auch noch am Ausgang aus, so. Hey, lauf nicht weg! Hey, du Waldtyp, du! Hans wacht! Der Typ ist auch hier. Oder war? Welcher Typ? Einer hieß Leon. Ich hab Leon. Und der hat ein Herz. Herz eines Nordheimers. Braucht man das irgendwann? Keine Ahnung. Knochenmehl. Ach komm, nehme ich mit. Ach, ich bin ja fast voll. Ja, ich auch. Oh, die hat was zu essen. Nimm ich mit. Essen müssen wir mitnehmen. Oh, nee, ist keine Truhe, schade. Ach, da bist du schon drin? Mein Pferd ist im Weg. Dichter zwei Wölfe? Als Reittiere? Wölfe als Reittiere? Ja, das könnte auch meine Fantasie sein. Ich sehe dazu. Da sind zwei Wölfe, aber ich glaube nicht, dass das Reittiere sind. Ah, da ist auch irgendwas Holzmäßiges hinten dran. Warum denn nicht? Wir sind hier im Fantasy-Bereich, hier geht alles. Nee, ich meine, ich glaube nicht, dass es das ist, weil ich da nicht sehe. Ach, das soll ein Gerippe sein. Ach so. Jetzt sind es tote Wölfe. Die fressen da. Aber ja, es ist irgendein Holzbau. Hätte ja was sein können. Ich dachte an so eine, ja, keine Ahnung, Kutsche. Oder ein Schlitten. Genau, ich dachte an einen Schlitten. Hat doch nur eine geschwungene Form. Guck mal, da kannst du dich hier so draufstellen, kannst dich von Wölfen ziehen lassen. Ich weiß nicht, was du hast. So, hier ist kein Damm. Ich dachte, hier geht's vielleicht hoch. Ja, aber ich will erstmal kurz runter Wasser auffüllen. Aber vielleicht ist da auch oben Wasser. Ja, darum gehe ich hoch. Warum wird es schon wieder dunkel, verdammte Scheiße? Im Dunkeln ist gut munkeln. Oh nein, jetzt habe ich dich verloren. Nee, ich bin wieder hochgegangen. Ich will nur kurz gucken, ob sie überhaupt weitergeht. Bestimmt irgendwie. Oder ob sie dann Ende ist. Der große Damm. Oh. Dann warte ich hier. Dann hol dir mal Wasser, dann warte ich hier. Wo hier oben nee, Wasser ist, glaube ich, eher auf der anderen Seite. Wasser kann ich hier auch holen. Aber auf der anderen Seite sieht es kalt aus. Bist du? Ah, da bist du. So. Trinke ich auch nochmal was. Ich dachte, dass man so auf dem Damm reiten kann. Weißt du? Das aber wenn wir da durchschwimmen, kommen wir da vielleicht hin. Oder man kann hier vielleicht hochklettern. Leuchte mir mal. Ich habe nichts zum Leuchten. Aua. Nein, ich habe nichts im Leuchten. Oh
Okay, ich glaube, nein, wir sollten eher schwimmen. Ja, dann können wir auch da erstmal hier das kleine Lagerfeuer angucken. Ups. Oh, aua. Bin ich auf dem Boden? Leuchte mal. Ja. Welches kleine Lagerfeuer meinst du denn? Das geradezu. Ah. Ja, das können wir uns anschauen. Das ist auf jeden Fall ein Hirsch. Das ist der Endboss. Hirschi Hirsch. Dr. Hirschhausen. Der Hirsch kommt auch. Ah, nee, der Hirsch kämpft gegen ihn. Wollen wir die erstmal machen? Nee, da, die kämpfen gegen den Hirsch? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Das ist das Kaltfischlager. Ich helfe den Hirsch. Die haben den Hirsch getötet. Ihr Schweine. Den wollte ich doch töten. Der hat eine Kerze. Mitnehmen. Du bist der Kerzenmann. Wenn man einmal mit anfängt, ne? Das ist wie eine Sucht. Ich bin süchtig nach Kerzen. Ja, das du, war's. Du schnüffelst das Paraffin, aber da ist auf jeden Fall ein Durchlass. Guck mal. Ja, das ist aber Wasser. Du fällst da runter. Hast du nicht gesehen, auf der einen Seite geht's so runter. Schwimm mal vor und sag mal, wie tief es ist. Ach, was braucht man für eine scheiß Fackel hier? Ah, hier unten ist Leu. Ach nee, das sind Muscheln, die hier unten sind. Ich dachte, hier wäre Leuchtschleim. Ah, hat nicht jemand. Ah, ich habe auch einen Leuchtschleim zu wenig dafür. Schade. Tut mir leid, ich hab. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch einen Leuchtstab. Ah. Noch ein. Vielleicht finde ich noch irgendwo. Oh, das könnte man aber gut machen hier. Runterspringen? Jo. Ja, was ist da unten? Ich bin noch nicht unten, nein. Da ist doch nichts. Aber dann können wir über den Damm einmal laufen. Ach, du willst dann zurückschwimmen oder was? Ja, ich will mir jetzt mal angucken, wenn ich da so ganz runterdüse. Hm. Ich mach das jetzt. Dann düst du da mal runter. Ich möchte mit meinem Pferdchen über den Damm reiten. Ich reite hier mal an der Seite lang. Man könnte den Wasserfall auch wieder hochklettern. Nee. Oh, das ist ja kalt. Hier geht's gar nicht. Los, Epona, über den Damm. Einfach, weil ich es kann. Ich bin beim Nordaquädukt. Dann komme ich doch auf deinen Wege. Hinten ist kalt, da habe ich keinen Bock. Warte, dann komme ich zurück zum Wasserfall, dann können wir hier zusammen langreiten. Außerdem wird es gerade hell. Ja, da kann ich auch gucken, das ist ja wieder gut. Auch eine kurze Nachtphase irgendwie, oder? Irgendwie schon. Vielleicht ist das die Sommernachtphase oder so. Hatte ich da am Server rumgespielt? Nee, ne? Nö, eigentlich. Was weiß ich, ob du am Server rumgespielt hast, aber ich meine nicht. Ich kann ja nicht mehr sagen, ob ich an mir rumgespielt habe, die Tage. Garantiert. Aber am Server bin ich, glaube ich, nee. Das glaube ich nicht. So, jetzt muss ich hier runterspringen. Au. Ach so, ich dachte, wir. Ah. Okay. Okay, okay. Hey, Hottie, kommst du mal? Ach, da ist es. Ich sehe es nicht. Es ist ja auf der Seite. Rechts oben. Rechts von mir. Ach so. Okay, es ist gefährlich. Ist gefährlich, aber machbar. Gefährlich, aber machbar. Ich komme nicht drauf. Hey, du. So, jetzt. Ja, nichts falsch steuern. So. Aha. Cool.
Dann reiten lass wir. Uns, oh, lass uns gemeinsam. Oh, warte, so richtig nebeneinander. Ups, ja. Ah! Oh, schön. Nordaquädukt. Gut, dass es ein Aquädukt ist, sonst ist es kein Kackerwasser. Ja, und sonst so? Ja, ich finde, das ist ein sehr romantischer Ausritt hier. Finde ich auch, bei Sonnenaufgang hat was. Aber hier hätte jetzt auch voll die Monsterfestung sein können, so, ne? Aber... Naja, aber schöner Ausblick. Hm. Ende Gelände. Mhm. Bau mal eine Brücke rüber. Schon wieder eine Brücke bauen? Ich habe keinen Bock, da runter zu springen. Das sieht nicht tief genug aus. Wir können auch wieder zurückreiten und uns da das nördliche Teil noch ein bisschen genauer anschauen. Also wir können uns das auch hier? Das Ostufer anschauen. Ja, das, genau. Hier war kalt, das war kacke. Aber vielleicht ist da ja was. Dann reiten wir nochmal zurück. Ich finde es schade, dass es nur so leicht platsch, platsch, platsch macht und nicht so richtig schön batsch, 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 wie es machen müsste, wenn man so mit dem Pferd über ein Aquädukt reitet. Du musst nur die Perspektive ändern. Heute sehe ich einen Pferdearsch. Ja, aber ganz viel Wasser, was rumspritzt. Aber es macht trotzdem nur so leicht platsch, platsch, platsch. Es geht mir um das Geräusch. Vielleicht musst du deine Also ums Geräusch, okay. Ich wollte sagen, man musste deine Grafik mal überprüfen, ja, was hochstellen. Okay, das Wasser platschen sehe ich, aber es geht mir ums Geräusch. Ich dachte, es ging darum, dass es zu wenig platscht. Ja, vom Geräusch her. Ja, ich dachte vom Wasser, so vom Effekt her. Das ist okay. Jetzt hänge ich im Pferd. Cool. Nee, doch nicht mehr. Oh, das Hochklettern geht doch nicht so, wie ich dachte. Vielleicht über die Seite. Hey, ich sehe mich gar nicht. Ach so. Und da ist die Ausdauer weg. Ja, ich bin überlastet. Schau mir nicht so auf den Po. Du behinderst mein Klettern. Du meinst auch. Du mit deinem Dingeldongel. Ey! Du mit deiner Schwertscheide. Jetzt komm ich hier nicht weiter. Ey, guck mal. Kurz ausruhen. Ah, auf dem Pferd ruhe ich mich aus. Ich bin in so einer Spalte geklettert. Hier, schon wieder. Ja, dann einmal kurz nicht klettern und dann geht's weiter. Ach so, geil. Das ist alternative Physik. So. Da ist jetzt bestimmt ein Dungeon drin. Auf jeden Fall steht da einer am Ufer und wartet. Zwei. Ja. Die pinkeln gerade um die Wette. Hallo, wir sind friedlich. Wenn ihr uns nicht bekämpft, bekämpfen wir euch nicht. Glaube ich. Wir kommen in Frieden, ne? Wenn wir nicht in Frieden begrüßt werden, kann ich ja nichts dafür. Ach, da sind noch ein paar mehr. Hallo. Oh, die eine erschlägt mich mit ihren Dingern da. Dingeldong.
ihre Dingeldongs sind bematscht, Ihr habt einen schönen Rock an, ich will den Rock haben. Nee, das geht nicht. Voll doof. Der Kopf ist ja weg. Der hat eine Fettraupe. Oh, jetzt nicht mehr. Nein, ich wollte nicht einen scheiß Rock haben, oder was das ist. Oh, das Steak nehme ich auch. Fettraupe. Ich weiß doch, dass du auf Fettraupen stehst. Oh, was hat der denn da schönes Austernfleisch? Ist das ein fetter Zwerg? Nee, er ist geduckt. Scheiße. Ich dachte, es wäre so ein kleiner fetter Zwerg. Scheiße. Ich glaube, ich muss mal um an Drogen runterkommen. Ich glaube auch. Wo gucken die denn runter? Bin du denn? Da. Ich bin hier. Hier war ein Ausguck. Ja, haben da, so, da saßen so zwei Leute, gucken runter, machen nichts. Die haben wohl keinen Bock gehabt. So. Das ist ein Dungeon, definitiv. Echt? Ich spüre das. Was heißt das im Urin, ne? Ich glaube, es ist einfach nur ein großer Klotz. Nein, das ist was ganz Tolles. Großer Klotz. Hier gibt es bestimmt einen Geheimeingang und wir wissen das nicht. Kannst ja hochklettern. Ja, das ist ein Klotz. Hätte ja sein können. Wir kannten die Ecke ja noch nicht. Man könnte da jetzt noch so runterreiten zu dem See mit dieser nierenförmigen Insel. Da waren wir auch noch nicht. Das ist richtig. Dann lass uns reiten zur nierenförmigen Insel. Ja. Hoff, dass es da Nieren gibt. Die wachsen da bestimmt an den Bäumen. Der Nierensee. Das wär's, ey, so. Immer neue Nieren. So ein Nierenbaum, finde ich toll. Wo bist du denn hingewaltet? Hallo, Baumstumpf. Haben Sie eine Mathilde gesehen? Ich habe die irgendwie aus den Augen verloren. Ah, da! Der Baumstumpf hat mir den Weg gesagt, du. Na dann, wenn dir der Baumstumpf den Weg sagt, dann reite mal vor. Ah, hier waren Löwenzahn-Dinger. Die haben uns da mal ganz schön gefickt. Löwenzahn. Ja. Ich glaube, ich sollte echt noch mal einen Kaffee trinken. Ich glaube, du solltest weniger Kaffee trinken. Sonst kriegt mehr Löwenzahn. Löwenzahn ist auch ganz gefährlich. Ach, ui, ein Elch. Ach, geh weg. Ey, jetzt geh doch mal weg, Junge. Elch hat einen Totenkopf. Ach, ein Totenkopf, Elch. Jetzt geh mir nicht auf den Zwirn. Vorsicht, da sieht es so aus, als ob es steil runtergeht. Ja, da gehe ich jetzt nicht so runter. Hier könnte man es versuchen. Aber wir müssen mehr nach links, ne? Ich weiß nicht, ich folge dir. Ja, ich mir auch. Auf zum Löwenzahn. Auf zum Atem. So. Sind wir schon bei der näheren Insel? Ja, schon da. Coolio. Kann aber nicht. Kann das Ding schwimmen? Ja, aber sehr langsam. Das ist Telids Insel.
auch ein netter Platz. Hätte man auch eine coole Basis bauen können. Oh, guck mal, da ist ja sogar was da oben. Aber erstmal ist hier ein Bär, der Stress will. Und ein Babybär. Da ist ein Baby. Aber wir haben ja schon einen Bär. Mehrere, da. Drei Stück. Okay. Das ist ja eher hier die Bäreninsel. Aua. Könnte man gut gegen Zombies verteidigen. Boah, der Bär ist ja voll hartnäckig hier. Ich glaube, das ist ein Schwarzbär. Oh, hier gibt's Imes Wiege. Oh. Ja, ich kämpfe hier gerade mit einem Bären. Ja, warum machst du das auch? Weil er mich angegriffen hat. Ist das ein Agro, der Typ? Auch die ganzen Bärenkinderchen um. Ach, schade, ich hatte ja auch nur, dass ich einen coolen Bärenkopf kriege. Hier, wo war denn das? Das ist schön hier. Voll die Hippie-Wiese. Oh. Lasst uns Drogen nehmen. Nein, Löwenzahn. Oh, was? Wiese? Oh, da ist noch ein Bärenjunges. Ich habe ja schon drei gezählt. Vielleicht auch durch den Löwen. Komm, 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 komm. Nimmst du mit? Ja. Willst du? Komm her! Das ist sehr nett von dir. Muss ich echt mal sagen. Ich kann die doch nicht ihrem Schicksal überlassen, ohne ihre Mutter, die einfach so dahingeschlachtet wurde. Können nur ihre Mutter essen. Ich hab sie jetzt geschlachtet. Noch ein Bär hier irgendwo. Hallo Bären. Ihr kriegt schön Honig zu Hause. Yam, yam, yam. Da. Komm her. Komm her. Geh mal zu der Ruine. Na, ich komm mit. Heiligtum-Ruin. Ah, musste man auch mal machen. Tilde auch gucken. Boah, das sind halt Steine, ne? Oh, ein Reisefortschritt. Cool. Oh, ein Stein. You are not less than them. You can be free. Do not have to believe their lies. I have left these stones for you, my lost and misguided children. I have subverted their sorceries so that only slaves of the bracelet can hear my message. I am the mother of your race. I am secret bearer, god killer, witch queen. I will guide you. I will teach you. And when the time is right, I will free you. Das ist aber nett. Oh, danke, Steinchen. So. Mhm. Ups. Verdrückt. So. Gute Frage. Sind wir jetzt überhaupt unsere Armbänder losgeworden, weil wir da im Vulkan waren oder so? Nein, dafür müssen wir erst noch die Sachen zum Altar von Chaosmund bringen. Mhm. Und das machen wir wann? In unserer letzten Folge. Das haben wir noch nicht kundgetan. Nein, haben wir noch nicht. Jetzt hast du die Leute geschockt. Ich habe nicht gesagt, wann die letzte Folge kommt. Ich habe nur gesagt, dass wir die Dinger in unserer letzten Folge dahin bringen. Okay. Gut.
Weil wir damit ja sozusagen das Spiel beenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das machen wir auch so, ja. Das wäre sinnvoll, das in der letzten Folge zu machen. Ja, hast du recht. Ja, ich weiß, dass ich recht habe. Nein, hast du nicht. Bist du überrascht? Ja. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich hole mir jetzt Löwenzahn. Was? Löwenzahn kann man essen. Ja, ich weiß. Kann man auch rauchen. Okay. Kann alles rauchen. Und das meiste davon ist wahrscheinlich nicht gesund. Ja, definitiv. Tja. Ich guck mich hier gerade um, wo wir vielleicht noch nicht waren. Tatsächlich ist hier noch eine Ecke, da könnte eventuell noch was sein. In B12, B13 ungefähr. Um links. Nördlich von den Hügeln der Toten. Ja, das war ein Bereich, aber ich glaube, da waren wir auch. Bin ich jetzt... Vermute ich mal, dass wir da hochgeritten sind, aber wir können mal gerne hinreiten. Boah, es ist jetzt natürlich ein etwas weiterer Weg, ne? Ach, das ist doch 2 Minuten. Wir können ja hier so am Rand, können wir da langlaufen. Ja, doch, Mädel. Das schaffen wir doch bestimmt. Das ist die richtige Richtung? Ja. Ich will auch langsam schwimmen. Komm her, Pferd. Du wirst angegriffen vom Wolf. Ja, ja. Wolf, Schmolf. Jetzt wartet er auf mich. Aha. Tschüss, Wolfi. Wollen wir nächstes Mal wieder rumperchen, oder? Ja, kann man mal machen. Also hier in der Ecke waren wir echt selten, aber... Müssen wir nach rechts. Ups, wir müssen nach rechts. Ach, hier sind Leute. Hier sind Wölfe. Ach so, Wölfe waren. Imhotep. Ja, überall Wölfe. Oh. Es ist eine Plage. Dann genießen wir noch einmal diese wunderschöne Lunch. Toll, jetzt schalten sie alle ab. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich singe. Bis jetzt sind noch niemandem davon die Ohren abgefallen. Ja, ich sag mal, so in 10, 20 Jahren, wenn wir große YouTuber sind, dann hast du doch deinen eigenen Gesangsverein. Mathildes Fanclub. Gesangsfanclub. Ah, kannst du das mal sehen, ne? Imhotep sehe ich, aber dich nicht. Ja, wenn du Imhotep siehst, ist ja noch alles in Ordnung. Ein Wolf sehe ich auch. Kann ich nur 2 Meter weit gucken, oder was? Zu kurzsichtig? Naja, das ist bei... Oh, hier ist die Wolfsgrube. Auf die habe ich keine Lust. Das Gras ist auch nur 5 Meter weit. Hä? Das ist irgendwie kacke.
muss mal eine Grafikeinstellung gucken, das sieht ja scheiße aus. Ist er durchgeritten oder? Nein, ich bin dran vorbeigeritten. Okay. Jetzt habe ich Imhotep verloren. Ja, ich stehe hier und warte auf dich. Imhotep, Imhotep, jetzt sehe ich dich wieder. Weg. Oh, zieh Leine! Was für diese Scheißfehlen im Weg? Hier ist wieder ein Galgenbaum. Oh, hier sind ganz viele Wildschweine. Ja, wir sind schon ein paar vorbeigeritten. Und ein Hirsch. Aua. Ja, das ist hier echt aggro. Ja. Echt, ey, da will man einfach nur friedlich durchreiten und die Kommando. Ich wollte gerade sagen, ob wir da oben schon waren, aber das ist halt dieser Ring der Schwerter oder wie der heißt. Da waren wir ja auch schon. Ja. Wir müssen noch ein Stückchen. Ja, aber ich wollte da auch diesen großen Sumpfdings da, den wollte ich eigentlich umreiten. Auf der nördlichen Seite. Nervt nicht. Man hat hier keine Zeit, man, Ruhe für so einen Ausritt. Ne? Man wird immer irgendwo angegriffen. Voll ätzend. Hast du das bei Witcher damals auch gemacht? Was? Einfach mal so rausgeritten? Ich bin alle naselang nur so rumgeritten, wenn ich von A nach B bin. Nein. So bin ich nie. Ich hatte das damals, als es rauskam, durchgespielt und dann gab es ja irgendwie ein, zwei Jahre später einfach nochmal so ein Mega-Update, was an der Grafik verbessert wurde. Dann habe ich das nochmal installiert, dann habe ich mir das Update installiert und dann habe ich dann einfach nur das Spiel gestartet. Einen alten Spielstand von mir hatte ich noch und dann so, Pferdchen genommen, eine halbe Stunde geritten und dann alles wieder deinstalliert. Aber es sah schöner aus als vorher. Muss ich das sagen. Das habe ich nicht gemacht, aber dadurch, dass ich das Spiel dreimal gespielt habe, bin ich da, glaube ich, genug umgeritten. Es sah einfach schön aus. Und ich freue mich auf Cyberpunk 2077 oder 88, 99. Ich glaube, 2077 war es. 2088 ist dann der zweite Teil. Wieder so ein dämlicher Akku. Ja, die sind hier überall. Ach, jetzt weiß ich, was mir fehlt. Eine Fackel. Ich hab noch eine. Ja, du bist jetzt hier
Gandalf. Okay. Ja. Wir sind da, ja? Ja. Kann man hier hochhalten? Gibt's da oben was Schönes zu sehen? Nee, Berg. Hier kommt's nicht weiter. Hier sind wir schon vor Ionenzeiten aber mal hier rumgeritten. Okay. Also hier waren wir definitiv. Okay. Schade. Da hatte ich leider recht. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ja, und nächstes Mal machen wir eine Purge und ich bin gespannt, wo die Purge stattfindet. Oh, bitte Hauptbasis, bitte Hauptbasis. Wo ist Hauptbasis? Wollen wir uns auf den Weg machen dahin? Machen wir, dann hauen wir ab hier. Ist eh kalt, weg hier. Kalt, Bären, muss pipi. Das sind gute Gründe. Also, reingehauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.